Hi und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin hier bei GoodWe und GoodWe bringt einen neuen Hybridwechselrichter und einen neuen Speicher für die Photovoltaikanlage raus. Der Hybridwechselrichter hat 3 MPP-Tracker, super interessantes Produkt für komplizierte Dachflächen. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal ausführlichst an. Dafür spreche ich mit Kevin. Ich nehme euch mit, los geht's. Kevin, okay. Grüß dich. Hi, grüß. Schön, dich wiederzusehen. Ja, willkommen bei GoodWe. Genau. Magst du dir einmal ganz kurz vorstellen, dass die Zuschauer wissen, mit wem ich hier spreche? Genau, ja. Kevin Sturm von GoodWe, vom Team in München. Bin Customer Success Manager für die Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja. Und ja, unterstütze eben ja unsere Distributionspartner, speziell die Vertriebskollegen von den Distributionspartnern eben in Kombination eben mit Feldbesuchen bei Installationsbetrieben, um die Produkte eben zu erklären und ja, die gute Welt ein bisschen näher zu bringen. Und du kennst dich technisch aus? Halbwegs. Lass uns doch mal einsteigen. Ihr habt ja einen neuen Speicher. Genau. Magst du mal kurz ein bisschen erklären, was zeichnet den Speicher aus, welche Leistungen hat der und ich stelle gerne noch mal ein paar detaillierte Fragen. Genau, also wir sehen hier im Endeffekt jetzt die neue Kombination, die so jetzt für die zweite Jahreshälfte kommen wird. Das ist unsere ET Generation 2, unser dreiphasiger Hybridwechselrichter, aber im Endeffekt jetzt der Nachfolger von der aktuellen ET Generation 1 Serie. Der wird dann von 6 bis 15 kW Leistungsrange gehen. Ab 10 kW hat er dann schon 3 MPP-Tracker. Okay. Sprich, ich bin dann schon wesentlich flexibler für unterschiedliche Dachausrichtungen etc. Ja, super. Bei den kleineren Größen, was wir jetzt aktuell erst ab 25 kW bei den großen ETs haben, da wird hier mit dem neuen Modell nochmal eine andere Flexibilität für die Anwendung ins Spiel kommen. Ja. Genau, und die kommt eben jetzt parallel mit unserem neuen Hochvoltspeicher, der Links-D-Serie. Die wird jetzt sukzessive unseren Links-F-Plus-Speicher ersetzen. Es ist ein anderes Konzept. Also aktuell haben wir ja stapelbare Batteriemodule mit einer Kontrolleinheit obendrauf mit der BMS-Unit, die dann den ganzen Turm steuert. Hier haben wir jetzt im Endeffekt ein anderes Konzept, wo wir einen DC-DC-Wechsler drin haben, im Batteriemodul mit drin und die BMS. Ja. Sprich, jeder Batterieblock, der 5 Kilowattstunden Leistung hat, kann parallel geschaltet werden mit den anderen. Pro Wechselrichter bis zu 8 Batterieblocks, also maximal 40 Kilowattstunden Speicher kann ich hier realisieren. Und da eben im Endeffekt gucken, dass ich größere, ab 5, 10 kW bis 40 Kilowattstunden, dann muss schon in kleinere Gewerbebereiche reinkommen, eben hier in Kombination mit dem Hybridwechselrichter abdecken kann. Ja, kurze Frage, weil das immer für die Kunden ganz interessant ist oder für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Wenn ich jetzt unsicher bin, mit welcher Speichergröße ich anfangen möchte, ich sage, ich starte mit einem Modul 5 Kilowattstunden, wie problematisch ist es da oder unproblematisch, in 2, in 5 Jahren zu sagen, ich möchte das erweitern? Genau, also mit der Technologie hier wird es wesentlich einfacher sein wie mit der aktuellen. Ja. Weil, wie gesagt, dadurch, dass hier die Module für sich in, unabhängig sind, haben wir hier eben die Möglichkeit, später, wenn wir andere Zellen einsetzen, zu gucken, dass halt das Batteriemodul zumindest auf dem gleichen Spannungslevel ist wie die vorigen und können dann trotzdem eingesetzt werden, obwohl wir eventuell andere Zellen in den Modulen einsetzen. Und dadurch, dass die Zellentwicklung halt so schnell voranschreitet, sehen wir halt jetzt eben, dass das der zukunftsträchtigere Weg ist, mit dem Konzept weiterzumachen, damit wir eben langfristig Kompatibilitäten, Erweiterungen, Austausch von den Batteriespeichern eben gewährleisten können. Weil sonst wird es halt schwierig, wenn die Zellentwicklung zu schnell geht, dass du dann teilweise nach 1, 2 Jahren eventuell schon nicht mehr das aktuelle Modell unterstützen kannst. Okay. Und das geht mit dem Konzept halt wesentlich einfacher. Okay, super. Das heißt, ich kann erweitern, wenn ich das möchte in Zukunft, und bin da gut draufgestellt. Du hast schon die Leistung des Wechselrichters angesprochen, die ist ja auch immer abhängig von der Speichergröße. Genau. Also wenn ich jetzt hier so ein Beispiel habe, das sind jetzt 15 Kilowattstunden quasi. Genau. Was habe ich dann für eine Leistung? Genau, ich habe hier im Endeffekt eine C-Rate von 0,6 bei dem Speicher. Ja. Sprich, beim 5 Kilowatt Block kriege ich 3 Kilowatt Lade-Entladeleistung hin vom Speicher her. Der Wechselrichter kann an sich immer auch die Wechselrichterleistung. Von dem her, dementsprechend, wie groß der Turm eben konfektioniert ist, kann ich dann 3x3, also 9 Kilowatt Lade-Entladeleistung jetzt mit so einem 15 Kilowattstunden Turm realisieren eben. In dem Fall ist es hier ein 15 kW Hybridwechselrichter. Von dem her, der könnte das auf jeden Fall ohne Probleme machen. Genau. Okay, super. Was du da gerade schon sagtest auch, 3 MPP-Tracker heißt, ich habe zum Beispiel eine Ostseite, eine Westseite, die ich belegen möchte und vielleicht noch ein Carport. Das kann ich jetzt also problemlos machen, kann man keine Optimierer. Genau, kann ich eben mit einem Wechselrichter machen. Wie gesagt, ab 10 kW habe ich dann schon die Möglichkeit, das eben zu machen. Gerade vielleicht auch interessant für Anlagenerweiterungen, für Anlagen, die jetzt aus der Förderung rauslaufen, dass ich sage, okay, ich möchte aber trotzdem noch mal andere Dachflächen mit dazu nehmen.
ist der halt natürlich sehr flexibel, was das Ganze angeht. Das haben viele Wechselrichter erst ab größeren Größen. Hier bin ich natürlich ab 10 Kilowatt schon sehr flexibel unterwegs und kann das im Endeffekt schon bei kleineren Anlagen realisieren. Ja. Spare mir dadurch eben den Einsatz auch von einem zweiten Wechselrichter oder komplizierterer Installation. Ja. Sprich, am Ende reduziert es die Kosten für die Anlage, für den Installateur und für den Endkunden natürlich. Ja, super. Was ich spannend finde immer noch, Thema Ersatzstrom. Mhm. Wenn ich jetzt also meine PV-Anlage habe und ich habe einen Netzausfall, wie bin ich da mit euch aufgestellt? Genau. Alle unsere Hybrid- und Batteriewechselrichter haben ja die integrierte Notstromfunktion immer mit im Gerät integriert. Ja. Sprich, was wir haben, ist immer einen separaten Notstromausgang, an den ich entweder direkt verbrauche oder eine Notstromsteckdose oder bei den größeren Geräten auch zur Not das ganze Haus über das Gerät schleifen kann, was dann im Endeffekt im Falle von einem Netzausfall über Relais im Gerät geregelt wird. Ich schalte den Netzausgang im Millisekundenbereich weg. Unterbrechungsfreies Licht geht nicht aus und alle Verbraucher, die am Notstromausgang hängen, werden durch die Batterie und die PV im Endeffekt weiterversorgt. Sprich, ich brauche hier keine externe Umschaltbox und solange PV-Energie vom Dach kommt, werden die Lasten gedeckt, wird auch die Batterie wieder nachgeladen. Von dem her, ich habe hier einfach ein sehr lange funktionierendes System, solange eben PV-Energie vom Dach kommt. Wie ist es denn, wenn über Nacht der Speicher leer ist? Geht das System dann am nächsten Morgen, fährt es wieder alleine hoch, selbstständig, oder muss erst wieder ein Netz hergestellt werden? Genau, Netzanschluss. Das Gerät ist generell schwarzstartfähig, sprich, wenn die Batterie leer sein sollte oder auf dem Mindestentladelevel ankommt, geht das System in Standby-Modus, kommt in der Früh wieder PV-Energie durch Sonnenaufgang, wenn die Startspannung erreicht ist, startet das System wieder. In erster Linie werden dann die Lasten eben gedeckt und wenn Überschuss da ist, wird auch die Batterie sofort wieder nachgeladen. Okay, super, das ist eine tolle Sache. Genau, relativ einfach und unkompliziert und geht automatisch. Ja, okay. Und Thema Sicherheit vielleicht auch noch mal ganz kurz. Auf welche Zelltechnologie setzt ihr? Also welche Zellen? Genau, also wir haben in allen unseren Speichern eben Lithium-Eisenphosphat-Zelltechnologie. Aktuell die sicherste mit auf dem Markt. Von dem her, genau, die wird in den kleineren Residential-Systemen eingesetzt und auch in unseren großen kommerziellen Speichern. Von dem her, denke ich mal, sind wir da auf der aktuell sicheren Seite. Ja, und jetzt ist ein Speicher ja auch immer ein ganz schönes Investment. Ne? Also man kauft hier eine Photovoltaikanlage und der Speicher ist ja schon ein großer Teil von dem Investment. Wie viel Garantie gibt ihr darauf? Wie viele Jahre Garantie und wie viele Zyklen? Genau, also wir haben generell 10 Jahre Garantie immer auch auf die Speicher. Die Wechselrichter haben standardmäßig 5 Jahre, können aber auch in Kombination eben für unsere Goodwill Plus Installateure im Rahmen von unserem Installateursprogramm dann eben auch kostenfrei auf 10 Jahre erweitert werden, wenn eben in Kombination installiert wird mit unseren Speichern. Und Zyklen, sage ich mal, haben wir hier aktuell knapp 4.500, wo dann eben noch ein gewisser Restkapazitätswert eben in den Speichern bestehen muss nach der Garantiezeit. Ansonsten würden wir eben das Gerät dann austauschen. Okay. Und muss ich als Kunde irgendwas beachten, um in dieser Garantie zu bleiben quasi, also dass sie erhalten bleibt? Muss ich eine Wartung machen einmal im Jahr? Muss ich einen Elektriker herholen, der alles durchmisst? Also generell empfehlen wir natürlich eine jährliche Wartung einfach, um generell das System an sich zu überprüfen. Sei es PV-Modulverkabelung oben, kann ja sein, dass sich da Tiere gütlich tun oder der Wechselrichter muss eben geprüft werden, dass der eben die Abluft gut wegbekommt, damit er halt eben nicht überhitzt. Ja. Damit wir hier eben solche Risiken ausschließen. Ja. Aber das ist keine Bedingung. Es ist eine Empfehlung, aber keine Bedingung. Genau. Also generell eine jährliche Wartung bei PV-Anlagen ist, denke ich mal, vernünftig. Ja, okay. Und vielleicht noch mal ganz kurz, weil du gesagt hattest, man braucht keine Umschaltbox, man braucht keine extra Hardware. Was muss ich als Endkunde jetzt machen, wenn ich sage, ich möchte es wirklich auch für mein ganzes Haus als Ersatzstromlösung nutzen? Genau, also es kommt ein bisschen auf die Größe vom Wechselrichter eben an. Also der Wechselrichter kann ja immer nur seine Nennleistung auch im Notstrombetrieb liefern. Sprich, in dem Fall hier beim 15 kW Gerät kann er auch nur 15 kW Last maximal decken, also 5 kW pro Phase. Ja. Sprich, wenn ich natürlich höhere Lasten im Haus habe und die alle gleichzeitig an sind, würde das der Wechselrichter nicht packen. Ja. Also er würde sich dann sicherheitstechnisch natürlich abschalten. Ja. Von dem her muss ich natürlich schon gucken, okay, wie viel Last habe ich im Haus, welches Lastprofil. Und dann muss ich das natürlich ein bisschen drauf auslegen. Aber generell geht das. Was wir dann eben empfehlen, ist nochmal ein externer altpoliger Umschalter, dass wenn wirklich mal was mit dem Wechselrichter sein sollte oder ich ihn abschalten muss, weil ich was an den Modulen mache, dass ich dann im Endeffekt die Notstromlasten oder das ganze Haus dann auch nochmal aufs Netz umschalten kann. Okay. Weil wenn ich es durch Gerät durchschleife und der Wechselrichter aus ist, kommt natürlich unten auch nichts raus. Ja, okay. Also, aber ansonsten muss man es eben abstimmen, Lasten im Haus,
auf die Wechselrichtergröße, aber generell ist das möglich. Also es wird so im Markt installiert. Okay, super. Aber ich habe eine Bandbreite von der kleinen Steckdose bis zum ganzen Haus. Es kommt eben auf die Anzahl. Wenn der freiwillig nur die Steckdose nimmt? Es gibt noch einige, genau. Ja, da kann ich dann eine Baustromsteckdose, das reicht doch für viele Kunden. Da sage ich, okay, wenn mal was ist, stecke ich es halt einfach da ein. Ja. Aber das variiert eben von bis sehr stark. Okay, alles klar. Du sag mal, der Speicher ist ja ein Teil, aber ihr habt ja auch die Möglichkeit, auch noch EV-Charging zu machen, also Elektroautos einzubinden. Genau. Können wir da mal gucken, wie ihr das macht? Ihr habt eine Wallbox genau. auch, ne? Wir haben hier auch unsere neue HCA Generation 2 Wallbox. Ja. Sprich, die gibt es in drei Größen, 7 kW einphasig und 11 und 22 kW dreiphasig. Ja. Die neue Variante jetzt, die Generation 2, hat auch, sag ich mal, einige neue Features, die jetzt in der Generation 1 noch nicht drin waren. Generell sind wir jetzt hier komplett Paragraph 14 konform, weil sie eben auch zwei RS-485 Schnittstellen hat, eine LAN-Schnittstelle. Ich habe Bluetooth-Kommunikation, ich kann über WLAN das Ganze anbinden. Also ich bin hier auf jeden Fall auf der sicheren Seite, um das eventuell mit einer FNN-Steuerbox jetzt anzuschließen und vom Energieversorger regeln zu lassen. Ja. Und zusätzlich sind eben noch ein paar Features reingekommen, die wir jetzt gesehen haben, die bei der ersten Generation so ein bisschen gefehlt haben. Ich habe jetzt hier eine RFID-Kontrollschnittstelle, wo ich verschiedene User eben hinterlegen kann. Oder an öffentlichen Stellen. Ich kann einfach an-ausmachen, wesentlich einfacher, sonst müsste ich immer die App nehmen. Ich habe eine dynamische Phasenumschaltung, dass wenn, sage ich mal, der Überschuss, den ich auch nutzen kann in Kombination mit unserem Wechselrichter, kleiner wird, dass die Wallbox auch von dreiphasig auf einphasig umschaltet, um dann halt auch nochmal mit 2 kW oder so ins Auto zu laden. Okay. Wichtiges Thema, Überschussladen, hast du schon gesagt, klappt nur ein paar, habe ich rausgehört. Genau. Wie ist es, wenn ich jetzt also ich habe schon eine Wallbox und möchte jetzt nicht unbedingt sofort in eine neue investieren. Es gibt ganz viele, die schon eine Wallbox haben und die sich dann eine PV-Anlage dazu bauen. Kann ich diese Wallbox mit ins System integrieren? Genau, beschränkt ja. Wir haben, wie gesagt, in den Wechselrichter noch immer einen potenzialfreien Kontakt, wo ich externe Verbraucher auch nochmal anschalten kann, wenn ich Überschusslevel habe. Ja. Das kann ich für die Lastkontrolle definieren, ab wie viel Überschuss ich den externen Verbraucher anschalten möchte. Das kann eine Wallbox sein, das kann aber auch eine Wärmepumpe sein oder irgendwas anderes, was ich quasi mit einem potenzialfreien Kontakt regeln kann. Ja. Das geht auf jeden Fall. Ansonsten über eine smartere Kommunikation können wir das aktuell nicht mit unserem eigenen System, sondern nur mit unserer eigenen Wallbox. Aber wir haben sehr viele EMS-Anbieter, gerade auch in Deutschland. Solar Manager, SmartFox, SolarLog. Clever PV wahrscheinlich auch. Clever PV, genau. Okay, also ihr habt viele Schnittstellen. Genau, also wir können sehr viele Partner, die mit uns eben kompatibel sind, die auch eine breite Bandbreite von Wallbox-Herstellern unterstützen, mit einbinden, um quasi das System auch nochmal smarter zu machen und die Bandbreite von nutzbaren Geräten auch nochmal zu erweitern. Okay, ja. Und ein Riesenthema, gerade mit Elektroauto, mit Wärmepumpe. Wie ist es mit dynamischen Stromtarifen? Kann man die auch mit einbinden bei euch? Genau, also wir arbeiten da auch an der Lösung für unsere Software selber. Das wird kommen. Ja. Aktuell habe ich nur eine manuelle Variante, um den Betriebsmodus vom Wechselrichter umzuschalten, wo ich im Endeffekt Netzladefenster eingeben kann, wo ich sage, okay, heute Nacht ist der Strom günstig von 1 bis 3, dann lade ich die Batterie vom Netz voll. Das stelle ich in der App dann ein, oder? Genau, da wechsle ich den Betriebsmodus auf den ökonomischen Modus, kann da sagen, okay, Batterie laden von 1 bis 3 vom Netz und in der Früh stelle ich wieder auf den normalen Modus um. Also das wäre die manuelle Variante. Ja. Es wird aber zukünftig natürlich auch eine dynamische Variante geben, wo wir dann auch die Anbindung im Endeffekt an die dynamischen Strompreise haben, dass das automatisch geht. Ja. Genau. Aktuell kann ich das dynamisch halt nutzen mit eben auch wieder EMS-Partnern, die das integriert haben. Ich denke auch bei Clever PV geht das, bei Solar Manager, bei SmartFox, bei FEMS auch von Fenicon. Ja. Die integrieren das jetzt nach und nach alle. Ansonsten werden wir jetzt auch neu mit Kiwi Grid oder Grid X im Endeffekt kompatibel sein. Also wir haben da auch eine sehr breite Bandbreite an Partnern, die das dann eben auch unterstützen. Genau, also ihr seid da gar nicht so in eurem eigenen System quasi, sondern seid sehr offen, da auch mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten. Ne? Genau, für uns ist wichtig, halt eben eine offene Kompatibilität eben herzustellen, sei es auf der Batterieseite oder auch bei der Kommunikation, dass eben der Kunde und der Endkunde ja die breitestmögliche Variante und Möglichkeit hat, mit unserem System eben auch andere Funktionen zu nutzen. Ja. Wenn wir die jetzt selber nicht haben, dass es zumindest mit Schnittstellenpartnern realisieren kann. Okay, super. Und das gibt viel Flexibilität auch für die Zukunft, für den Installateur, für den Endkunden. Ja. Und das ist, denke ich mal, wichtig, gerade in diesen Zeiten, wo sich halt eben viel und schnell ändert.
Ja, das waren schon ganz, ganz viele Fragen. Dann können wir mal die App sehen quasi, dass wir da mal einen Blick drauf werfen für die Zuschauer und Zuschauerinnen, wie die App aussieht, ja, wenn man mit euch arbeitet. Genau, also es gibt unter www.semsportal.com kann man entweder über die App oder die SEMS-App download im Google oder im App Store von Apple. Ja. Da gibt es oben auch immer einen Demo-Modus, da kann man sich das Ganze im Endeffekt angucken. Ja. Und ansonsten wird es jetzt im Juli eine Update-Version geben von unserem SEMS-Portal, das wird dann SEMS Plus heißen. Ja. Und hier wird ein ganz neues User-Interface sein. Hier sind viele Funktionen reingeflossen, die jetzt aktuell vielleicht noch nicht ganz optimal sind. Okay. Indem wir hier werden ab Juli viele Verbesserungen kommen. Die Endkunden müssen nichts umstellen, neu registrieren oder so. Das wird 1:1 nahtlos rübergezogen in das neue Interface. Und ich denke mal, da werden wir einige Themen, die wir aktuell haben, erschlagen und hoffentlich wird es eine bessere Nutzererfahrung sein für den Kunden. Super, klingt interessant. Also hilfreiche Links, wie immer, unterm Video, auch zur neuen App, die mal auszuprobieren, im App Store dann zu gucken. Kevin, vielen Dank. Danke euch fürs Vorbeikommen. Genau, gute Messe noch. Und gleichfalls. Alles klar, bei Fragen gerne melden. Genau, ciao. Danke Ihnen, tschüss.